Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum jetzigen. Jetzt haben wir es, JFD Live Trading TV am Monatswochenabschluss. Auch hier nochmal mit Blick auf die US-Märkte, die sich jetzt etwas ruhiger in das Wochenende begeben wollen, nachdem ja der Monat Februar abermals mit Rallye-Impulsen hier beglückt wurde. Es schien ja zunächst so ein Konsolidierungsmonat zu werden. Jetzt hier da auf die letzten Tage wurden wieder die Allzeithochs nach oben aufgebrochen. Und wir hatten vorhin im Webinar auch schon den DAX und seine Impulswellen besprochen, auch ähnlich bei den US-Indizes. Es finden hier immer wieder Konsolidierungen auf hohem Niveau statt. Und wenn wir uns jetzt hier mal im Stundenchart dem Dow Jones Index widmen, sehen wir auch hier unlängst wieder immer Ausbrüche auf neue Verlaufshochs, die dann wiederum gepaart von einer Seitwärtsbewegung auskonsolidiert werden. Und hier jetzt unlängst die Schwäche vom Auftakt wird aktuell gerade wieder verkauft, sage ich schon, gekauft. Das ist ganz interessant zu sehen. Also wir haben hier eine relativ ausgedehnte Konsolidierungsphase während der letzten Stunden, Schrägstrich Tage. Wir haben hier die 24-Stunden-JFD-Indikation. Dennoch spielt sich das alles auf sehr, sehr hohem Niveau ab. Und wenn wir hier in Anführungszeichen um, Schrägstrich über dem Level von 18.150 Punkten verbleiben, ist die Lage grundsätzlich weiter positiv zu sehen. Der Handelsmonat März dürfte also hier mit einem positiven Grundton starten. Beim Dow Jones empfiehlt es sich hier zum Beispiel, einen kurzfristigen Abwärtstrend wie eben jenen hier in den Chart einzuzeichnen, um sozusagen eine vorsichtige Indikation zu haben, wie sich diese Konsolidierung noch ausdehnen könnte. Faktisch ist diese zwar hier relativ im Neigungswinkel sachte anzusehen, relativ unauffällig, aber man könnte auch hier eine bullische Flagge interpretieren. Wenn es denn hier zu einem Ausbruch kommt, dann wäre das sicherlich hier prozyklisch ein klassisches Kaufsignal, welches wir jetzt hier nochmal mit einem kleinen Widerstandsbereich untermauern, der sich hier gefunden hat. Und insofern wären aktuell bereits heute schon, wenn es Preise über 18.230 Punkten geben würde, hier per Stundenschlusspreis, wäre das sicherlich der Startschuss für 18.300 Punkte und mehr. Die Rallye also hier unverändert intakt, Dow Jones hier sehr schön unterwegs. Wir schauen uns noch kurz den Tageschart an. Da haben wir hier diese Blockbewegung hier nach dem einen Ausbruch aus diesem Abwärtstrendkanal, auch eine Art bullische Flagge, aber hier größer ausgedehnt, dann doch schon eher ein Trendkanal. Also als es diesen Ausbruch hier gab, haben wir das Ganze eben projektionstechnisch hier oben drauf gelegt und man darf sogar mutmaßen, Sie sehen hier noch die älteren Triggermarken, dass der Markt jetzt hier unverändert bullisch ist. Das Niveau von 18.600 wäre hier nach dem Niveau von 18.300 Punkten zum Beispiel denkbar. Technisch würde sich hier ein Stoppkurs empfehlen unterhalb dieser Bewegungskerze hier vom 20.02. Wir nehmen hier direkt die Tiefs, das wäre 17.867. Da muss man ganz klar sagen, wenn der Preis darunter rutscht, dann ist es sicherlich so, dass man dann hier Vorsicht walten lassen sollte. Es könnte dann zumindest zu einem stärkeren Pullback kommen. Die Rallye selber ist natürlich dann sicherlich noch nicht vorbei. Also der Markt müsste hier eigentlich weiter die Fäden in der Hand halten. 67, nicht 76, 76, 67, jetzt haben wir es. So, 18.076. Wenn es darunter gehen sollte, dann hätte man sicherlich hier eine leichte Fortsetzung einer Abwärtsbewegung zu erwarten. Das ist der Hintergrund. Wenn wir hier horizontal blicken, haben wir hier einige Auflagepunkte, einige Kursbereiche, die hier durchaus sicherlich den ein oder anderen Verkäufer dann auf den Plan rufen würden, aber oberhalb dessen bleibt die Lage bullisch und man darf davon ausgehen, dass sich auch hier im Handelsmonat März die Rallye-Bewegung weiter fortsetzt. Sieht also alles sehr, sehr gut aus. Wir konsolidieren hier gerade auf hohem Niveau. Im Ausdehnungsfall Rücksetzer, wie gesagt, 18.150. Wäre ideal, wenn der Markt da schon wieder anfängt zu drehen. Ansonsten auf Tagesbasis, wenn wir hier noch ein Stück weit tiefer gehen, wäre hier zum Beispiel im Niveau oder oberhalb hier von 18.050, 18.060 Punkten ein sehr, sehr schöner Haltepunkt, wo der Markt dann im Worst Case sozusagen halten müsste, falls der Markt hier wirklich so weit zurückkommt. Also eine kleine Überspitzung ist sicherlich langsam zu vermerken, aber die Märkte sind weiter liquiditätsgetrieben und man sollte sich hier nicht gegen solche Trendimpulse stellen. Die Rallye ist sozusagen unbestritten weiter intakt und die Bullen haben ja das Heft, Pflaster hätte ich fast gesagt, haben hier die Zügel fest in der Hand und insofern Obacht geben, was da noch kommt. S&P 500, ähnliche Geschichte, große Konsolidierung auf hohem Niveau. Auch hier jetzt praktisch, wenn wir das mal unter die Lupe nehmen, hier so eine Art bullische Flagge könnte man hier im Stundenchart schon wieder ableiten. Soll heißen,
Wenn der Index hier sich drüber erhebt, dann gibt es hier kurzfristig durchaus wieder Momentum nach oben. Aber eine Ausdehnung der Konsolidierung kann durchaus erfolgen. Ist nicht auszuschließen, dass dies passiert. Wir haben hier einige Unterstützungsbereiche, falls es dazu kommt. Ich sage das ja eher mal im Widerstandsbereich. Ziehen wir das direkt noch ein Stück weit hoch. Hier ganz markantes Level. Da sind wir auch heute schon mal rangelaufen. Hier knapp über 2.105 Punkten. Da bleibt die Lage einfach bullisch. Ja, und es ist zu erwarten, dass der Markt möglicherweise hier auskonsolidiert während der nächsten Stunden bis eben dann hier zum Monatsstart März in der kommenden Woche. Da wollen wir dann mal sehen, wie die Rallye sich weiter fortsetzt. Wir werden hier beim JFD Live Trading TV Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Bleibt alles hier in einem sehr schönen Bias. Hier nochmal den Tagesschart zum Index. Hier sieht es ein bisschen anders aus als beim Dow Jones. Wir sehen hier oben so eine kleine Schwäche, aber es ist hier noch nichts von großer Umkehr zu sehen. Selbst hier im Worst Case, wenn der Markt einen Rücklauf vollziehen sollte, wäre hier im Bereich dieser oberen Aufwärtstrendlinie dieses Trendkanals hier eine Art Pullback-Zone zu finden. 2080 Punkte, hier ein sehr, sehr stabiles Niveau. Auch hier zurückgeleitet 2085 aus den vergangenen Bewegungspunkten. Index hier oberhalb dieses Levels unverändert bullisch. Einziges Manko, das fällt gerade bei dem Index auf, ist hier dieses sich ausdehnende Dreieck, was wir schon relativ lange hier auf der Agenda haben. Wir sehen hier diese Bewegungsimpulse und ja, grundsätzlich wäre hier im Bereich 2140 Punkten dann hier dieser obere Deckel erreicht, diese obere deckelnde Trendlinie, die schon mehrfach für Umkehr sorgte. Und wenn wir da oben sind, muss man beim DAX eben auch erwarten, sind wir dann beim DAX wahrscheinlich bei 11.350, 11.400 Punkten, wo man dann durchaus auch mit einer Konsolidierung rechnen könnte. Wir werden es beobachten, sieht auf jeden Fall spannend aus. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal schon mal vorab ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie Montag wieder dabei sind bei den weiteren JFD Live Trading TV Sendungen. Ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal schönes Wochenende und mit den besten Grüßen. Auf bald, Ihr Christian Kemmer.